So, moin moin, liebe Leute, ich bin jetzt im Ende. Habe ich in der letzten Folge echt behauptet, hier geht es nicht hoch und gesagt, da oben ist kein Secret mehr? Also ich habe das ja ganz wild und lange versucht. Ist natürlich totaler Quatsch, man muss nur seine Sprünge anders kombinieren. Und zwar habe ich mir das gedacht, so, und dann den Double Jump und dann nochmal katapulten und dann zack, seht ihr, kommt man doch auch oben hin. Und jetzt bin ich mir sicher, hier oben muss es doch was geben. Ja, guck, da ist es doch, ein Pau. Ha, meins. Ein neuer Beacon Run, alles klar. Okay, das war das Secret für dieses kleine Schnipsel. Wir sehen uns gleich wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. So, moin, moin, da bin ich wieder. Ja, Secret-Suche, ne? Ich habe mich jetzt echt tot gesucht auf dieser ganzen Map und dieses letzte Secret will mir einfach nicht einfallen. Dann habe ich mir mal gedacht, Mensch, diese Dinger, die da auf der Karte so groß und grün markiert sind, vielleicht sind die ja was wert. Wir probieren das mal. Diese da oben. Also, ne, ich probiere mal, ob ich die nicht einfach aufknacken kann und ob die vielleicht ein Secret wert sind. Gucken mal rein jetzt, 92% haben wir vorhin, jetzt haben wir 100%, alles klar. Wie blöd muss man sein, da, jetzt haben wir die 100%. Wie blöd muss man sein, diese grünen Dinger sind natürlich auch Secrets. Also, wir sehen uns gleich wieder, bis dahin, ciao, ciao. So, moin moin, da bin ich wieder. Wir sind immer noch auf der Secret Hunt und ich habe mir jetzt gedacht, ein kleines Moment lang werde ich euch mal nicht mit kleinen Fetzen füttern, denn... Wir haben ja in der letzten Mini-Sequenz gelernt, dass diese kleinen grünen Dinger zur Completion zählen. Und da ich davon relativ viele hier auf der Karte abstehen lassen, ist das nicht so wirklich suchen, sondern wir gehen jetzt alle der Reihe nach ab und hauen die einmal an und gucken mal, ob das schon reicht. Und zwar hat das den einfachen Grund, dass ich euch halt nur das Gesuche ja nicht antun wollte, wenn ich sinnlos umherirre, aber hier weiß ich ja ungefähr, wo es hingeht. Zack. So, da war schon das erste. Jetzt haben wir statt 78% schon 80. Na, guck. Sind wir hier nach unten irgendwo? Genau genommen ist die Antwort darauf ja. Okay, dann müssen wir erst hier unten hin. Okay. Na gut. Lieben Pantherrush hier in Ruhe lassen. So. Da geht's weiter. Alles klar. Au. Ja, da sind wir mitten in den Zug gesprungen. Merke, wenn ihr also jemals irgendeinen Kaiser oder sowas erledigen wollt, springt nicht in Züge, das ist generell für eure Gesundheit nicht zuträglich. Oh je, jetzt müssen wir eine ganze Menge Umwege auch wieder machen, weil ich die damals habe stehen lassen. Ich habe sie ja damals stehen lassen mit der Begründung, weil ich dachte, ich brauche sie jetzt gerade in der Sekunde, wo ich vor ihnen stehe, halt auch gar nicht. Und habe sie mir dann sozusagen als Reserve aufgehoben, dass man sie dann eben am Tage X, wenn man sie doch nochmal braucht, irgendwann eben einfach abholen kann, sozusagen. Und das war vielleicht nicht die cleverste Strategie im Nachhinein. Jetzt fall doch endlich um, Mann. Oh, das wollte ich eigentlich. Meine Güte. Ist der hartnäckig? Ja, hier muss ich nach unten, ne? Ja. Genau, und dann müssen wir nach links wieder hoch. Okay. Oh, zack, da haben wir neue Techniken für gelernt. Jetzt können wir das auch so. Das hat uns das letzte Secret, das wir verpasst haben, nämlich dieser Beacon Run da oben auf der Dachspitze, hat uns das beigebracht. Wie springe ich noch viel höher als sowieso schon Tag der Kuh? Ja, du kannst mich auch mal, eigentlich brauche ich dich auch gar nicht. Eigentlich brauche ich euch alle hier gar nicht, ihr geht mir eh nur auf die Nerven. Wir sind hier eh nur auf Durchreise. Nee, nicht hier, sondern da oben. Hopp. Und zack. Und jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Wobei, einmal hier die Plane changen. Wo kommen wir denn mit dem Eagle Hunt hin? Eagle Flight hin? Kein Mensch weiß es. Oh, super. Ja, wir gucken mal, wo der uns hinbringt. Ich glaube, der bringt einen nämlich wieder nach oben. Da war irgendwas. Ich habe da sowas in Erinnerung. Und vielleicht geht das dann schneller, als wenn ich das von Hand mache. Vielleicht bringt er uns auch irgendwohin von wo wir überhaupt nicht mehr zurückfinden. Das wäre natürlich auch nervig. Zack. Schauen wir mal. Hallo, Eagle. Aber ich meine, der brachte uns nur, genau, ganz, ganz weit nach oben und sparte uns ungemein Zeit, wenn wir wieder zurückkommen nach da, wo wir sind. Ganz kurz gucken, wo wir landen. Genau, wunderbar. Können wir uns das ganze Rückgelaufen wenigstens sparen. Okay, jetzt gucken wir hier nochmal an der Wand hoch. Oh je, das wird schwierig. Ups, nein, da wollte ich etwas weiter nach oben. Okay, das ist eine Wand, die tatsächlich auch nicht bekletterbar sein soll, weil sie nicht mitscrollt. Wenn sie nicht mitscrollt, dann... Kann ich noch so gut klettern, genau wie hier. Dann kann ich noch so gut klettern, das wird nichts. Okay, wo ist der nächste grüne Punkt? Hier nicht. Da ist einer, okay. Wahrscheinlich am schnellsten ganz einfach geradeaus oben lang. Okay. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Ja, ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, das Spiel ist... fühlt sich langsam relativ fertig an.
weil irgendwie Enter oder Board the Balrog, was ja so eine Mission, meine Mission gerade ist, klingt auch irgendwie so. Erstens, als wenn wir einen Street Fighter Kämpfer betreten würden, der hieß, da gab es nämlich auch einen Balrog, für diejenigen, die es nicht wissen. Aber davon abgesehen, klingt das so, als würde ich irgendwie jetzt das finale Schiff betreten sollen oder so, wo der Großmeister darauf wartet. Und entsprechend müssen wir vorher alles einsammeln. Wir wollen ja fleißig sein, ne? Nein, Pentarun brauchen wir nicht. Ne? Zack. Zack. Jawohl, hier müssten wir schon richtig sein. Genau, da ist das grüne Ding schon auf der Minimap gewesen. Und hepp. So, nächstes. Wir haben 85%, immerhin. Da kommen auch noch ein paar. Hier ist gleich das nächste da drüben. Alles klar, okay. Ja, ja, ist ja gut. Gleich zwei Schildtypen hintereinander. Die jetzt keine Schildtypen mehr sind und sich fragen, wo ihre Schilde sind. So. Ja, 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 ist ja alles gut, Leute. Macht euch mal wegen mir keine Hektik. Ah ja, da oben ist es ja. Alle hepp, alle hepp, alle hepp. Zack, wieder eins weniger. So. Dann müssen wir wieder ein Stück zurück und nach unten links. Alles klar. Nehme ich hier durch. Meine Güte, hätten wir die damals mal alle mitgenommen. Aber wir haben damals gedacht, wir sind clever, dass wir die überlassen. Wie sich jetzt also herausstellt, waren wir damals vielleicht doch nicht so clever. Da bin ich falsch abgebogen. Entschuldigung, da hätte ich die erste raus müssen. Bitte wenden Sie, wenn möglich, an der nächsten Ausfahrt. So, so, so. Uah. Yep, da habe ich, Entschuldigung, da habe ich gepennt, das habe ich nicht gesehen. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und plupp. So, wo ist das nächste? Wir gehen hier mal kurz in den Background. Haben wir hier noch welche übersehen? Ja, da sind auch noch ganz, ganz viele. Da geht's auch weiter. Das heißt, wir machen mal erst schnell hier im Vordergrund den Rest. Ist hier denn noch eins? Hier nicht. Da ist noch eins. Das holen wir uns erst und dann fliegen wir mit dem Eagle in den... Ups, Background. Falsche Taste. Ich habe Kunais geworfen, statt den hier zu machen. Das sind... Meine Güte. Ich mache es also auch gerade wieder schlecht. Das sind die beiden Schultertasten. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass mich das verwirrt, dass dieses Spiel überhaupt... oder generell, dass Spiele mehr als zwei Schultertasten verwenden. Das ist das Einzige, wo ich dann auch irgendwie sage, das ist ein bisschen viel des Guten. Ich meine, wer braucht denn schon zwei Schultertasten, wenn man nur auch genauso gut... also vier Schultertasten, muss man korrekterweise sagen. Zwei Schultertasten pro Bedienfinger, wenn man so möchte. So, wenn man, wenn einfach einer auch jeweils zwei auch reichen würde. Wir gucken mal, ob wir da oben nach oben nochmal kommen und nehmen das grüne Ding da auf jeden Fall mit. Wenn wir sowieso aber gerade schon mal da sind, gucken wir, ob unsere neu gelernten Sprungtechniken uns da nochmal weiterhelfen. Hepp. So. Und hepp. Und hier unten war irgendwo... Achso, eine weiter noch. Okay. Moment, waren wir da oben drauf schon? Wir waren da oben drauf noch nicht. Vielleicht gibt es da oben drauf noch was. Oder wir kommen einfach nicht rauf und alles wird gut. Das ist die Alternative. Aha, das ist vor allen Dingen wieder so eine Wand, an der man sich nicht festhalten kann. Okay. Mhm. Da kommen wir dran vorbei. Und zwar indem wir so machen. So machen, so machen. Oh, und dann nicht ganz so blöd uns da reinschmeißen. Moment, das machen wir gleich nochmal. Das müsste gehen. So, so. Oh fuck. Das war nicht gut. Das kriegen wir aber hin. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ob es da oben was gibt, ist die andere Frage. Aber, ah, Mist. Knapp. Das probieren wir noch ein paar Mal. Da müsst ihr jetzt mit leben. So. So. Jawohl. Aber da oben kommen wir von der Seite nicht drauf und man hängt an der Wand halt auch nicht fest. Das heißt, ich vermute mal, da oben soll es wirklich überhaupt nichts geben. Und wenn es da doch was geben soll, dann ist es echt gnatschig versteckt, sage ich jetzt mal. Weil ein Versteck, wo man ganz ehrlich ist, wo man an der Wand nicht hängen bleibt, das ist schon ziemlich frech. Die hier, ne? Ja, danke. So, wir wollten aber nochmal eben... Zack. Und... Zack. Ah ja, hier kann ich zwar auf diesen Blitzeldingern stehen, aber da komme ich halt auch nicht hoch. Okay, ja, ja, ich weiß. Was er da jetzt gemacht hat, weiß ich zwar nicht, aber okay. Oh, oh, da oben war ein Powblock. Ich habe es genau gesehen. Wie komme ich da hin? Zack. Eine neue Story Intel, alles klar. Gut, dass wir hier nochmal lang gegangen sind. Das bestätigt mich in meinem Verdacht, dass wir hier noch mal gucken sollen. Okay, da kommen wir aber, glaube ich, echt nicht hoch. Ich gehe da gerade mal durch, aber ich glaube... Ach, ist eigentlich auch wurscht, ihr könnt eigentlich auch stehen bleiben. Wenn ihr mich jetzt weglasst, so.
Hier geht's nur, und das wollte ich jetzt nicht, Entschuldigung, da geht's weiter in den nächsten Bereich, genau. Aber ich wollte noch nicht. Wow, ist das hier laut. Aua, meine Ohren. Meine armen Ohren. Wie ihr sicherlich auch hört, ist es weiterhin, ist das hier immer noch eine dieser Hall-Folgen, weil ich den Hall immer im Zimmer immer noch nicht besiegt habe. Mittlerweile sind auch viele meiner Ideen schon durchprobiert. Zwei bleiben im Moment noch, an denen ich noch arbeiten muss, aber eine ist eine, muss mit Fachleuten besprochen werden und Sachen bestellt werden, Idee, die ich gerne als letztes natürlich machen möchte, weil wegen Kosten und so. Und leider verdiene ich durch das YouTube nicht wirklich so viel Geld, dass ich mir spontan mal eben teure Sachen für mein Zimmer kaufen kann. Um genau zu sein, verdiene ich mit meinem YouTube eigentlich quasi gar kein Geld. Aber das könnt ihr natürlich ändern, indem ihr ganz vielen Leuten von diesen tollen Videos hier erzählt und ganz viele Leute dazu bringt, dass sie diese Videos gucken. Und ich glaube, wenn ich dann irgendwann so die ersten 4-5-stelligen Zahlen an Viewern habe, dann könnte ich mir auch schneller und einfacher solche Sachen leisten. So, in den Hintergrund. Also YouTube macht einen leider nicht reich, auch wenn viele das ja glauben. Und viele ja sich darüber da immer sagen, wenn der böse YouTuber, der da Werbung schaltet und was weiß ich, und das ja doch so ein weit verbreiteter Urban Myth ist, dass das hier total geldgeile Säcke sind, wenn man hier so seine Videos dreht und da Werbung für verlangt. Ich sehe das übrigens auch anders. Also selbst wenn ich da Geld für verlangen würde und selbst wenn ich da Geld für vernünftig Geld mit verdienen würde, ist es ja auch nicht so, als wenn ich da nicht Arbeitszeit reinstecke. Und es ist schon noch was anderes, wenn man Let's Playt, als wenn man Privatspiele spielt. Ich merke das immer wieder. Man spielt anders. Nicht, dass ich jetzt irgendwie besser oder schlechter spiele, ein bisschen vielleicht, weil ich natürlich mit euch jetzt quatsche nebenbei. Das kostet natürlich Aufmerksamkeit. Aber entscheidender ist, glaube ich, die Tatsache, dass ich viel geplanter mal überlegen muss, wann spiele ich was. Ich habe auch nicht immer die völlige Freiheit zu entscheiden, okay, heute Abend habe ich nur Lust auf, keine Ahnung, es gibt Abende, wo ich sage, ich hätte jetzt gar keinen Bock, zum Beispiel, ich mache jetzt einfach mal irgendeins der Spiele, das bei mir läuft. Nehmen wir mal an, ich würde sagen, an irgendeinem Abend sagen, komm hier, eigentlich möchte ich jetzt gerade gar kein Banished aufnehmen, weil ich heute keine Lust auf Banished habe, soll es ja geben. Auch das gibt's bei Ente mal. Und dann ist aber gerade keine Banished-Folge da, die ich online, doch, ich bin richtig, die ich online verteilen kann, und dann bleibt mir eben nichts anderes übrig. Und insofern schränke ich meine Freiheit beim Videospielen ein bisschen für euch ein. Wie kommen wir da hin? Einmal nach oben und dann nach links, okay. Und, okay. Ja, au, jetzt geht's weit runter. Naja, auf jeden Fall habt ihr da natürlich, also ihr könnt da nichts für, und es ist auch nicht eure Schuld, dass ich jetzt als Let's Player anders spiele als früher. Nein. Aber generell ist das Let's Playen schon angenehme Arbeit, nennen wir es doch einfach mal so. Und aber dadurch, dass es eben angenehme Arbeit ist, ist es eben trotzdem immer noch Arbeit. Und deswegen, wir haben alle Items, 100% in dieser Zone, sehr geil. Kurz mal auf die World Map geschaut. Industry oder Processing? Processing war der Ausgang unten. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Industry. Hier oben rum. Weil wir da ja gerade sind. Huha. Oh ja, da gibt's auch noch ein paar Sachen. Das sehe ich also schon. Wie kommen wir von da am schnellsten hier hin? Da geht's nicht raus. Da müssen wir erst irgendwie nach oben. Kommen wir so, okay. Alles klar, ich glaube, ich hab's. Huch, da oben wollte ich hin. Da wollte ich durch, danke. So, upsala. Na, Ente ist wieder. Oh Gott. Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen unvorsichtig, ich gestehe es ja. Weil ich gerade einfach irgendwie ja nur noch schnell von A nach B will und deswegen nur so semi-genau hingucke, wo ich jetzt gerade lang gehe und was ich gerade genau tue. Und deswegen muss man mir das verzeihen, wenn ich ein bisschen ungenau bin gerade. Ihr wisst ja alle, dass ich es auch besser könnte. So, sind wir schon richtig? Ja, alles klar. Diese Kronleuchter finde ich immer noch sehr episch. Solche will ich auch für mein Haus haben. Will ich haben für mein Haus, weißt du? Okay, hier sind es 100%. Das heißt, wir müssen nur noch möglichst weit nach rechts. Wir machen dabei noch möglichst viel Karte aufgedeckt. Da habe ich gerade Lust zu. Aber das wird schon werden. So. Und hier durch. Und jetzt kommen wir in die nächste Zone. Zack.
Müssen nur aufpassen, dass wir nachher nicht eine über Zonen übersehen haben. Das ist tatsächlich die Industry. Warum ist es in den Eingangsbereichen zu diesen Zonen immer so furchtbar laut? Aua! Hier fehlen uns mit 60% sogar noch ganz schön viele Items, muss man fairerweise sagen. Gucken wir uns mal um. Da liegt noch eins, da liegt noch eins, da liegt noch eins, da liegt noch eins. Also 5 sehe ich hier schon. Und hier im Vordergrund sind auch nochmal 3. Und da unten ist noch so eine Portal-Door, durch die wir vielleicht noch durch können. Ja. Ich würde mal sagen, Aufi. Ne? Wir sind jetzt erstmal hier. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier rechts das ganze Grünzeug einsammeln. Wie kommen wir denn da nochmal wieder in den Hintergrund? Muss mal gerade gucken, ob ich hier irgendwo so einen Eagle Flight oder sowas sehe. Wenn ich ehrlich bin, nicht. Dann muss ich das überlegen, wie ich da in die andere Ebene von dem Ding hier komme. Na gut, egal. Wir gehen erstmal alles einsammeln, was hier so drin rumliegt. Ja, Double Jumpen ist oldschool. Wer braucht schon Double Jump, wenn er einen Plasma-Katapult hat? Hallo? 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 Huch. So. Habt ihr gesehen, wie geilomatisch wir da diesen Raketen ausgewichen sind? Das war ja echt cool. So, wir müssen erstmal auf den Kran klettern. Haben wir neulich erst gemacht. Ich erinnere mich, das ist noch nicht so viele Folgen her. Aber, ja, ne? Hui, ha, hu, ha. So, und zum Kran, zum Kran, zum Kran. Wo ist denn der Kran? Der war doch hier irgendwo, ne? Genau. Wir machen einfach so weiter wie... Aua. Das war jetzt richtig gut. Der Sniper-Schuss hat gesessen. Und wir haben natürlich auch gerade das falsche Seifahren. So. Ja, wie kommen wir da denn jetzt wieder hoch? Och nee, jetzt müssen wir da echt die ganze Zeit wieder... Oh, nö. Und hier nochmal wieder hoch und da wieder hoch und dort wieder hoch und überhaupt... Kollege, du nervst. Oh, da war ich eine Sekunde zu langsam. So. Scharnauze. Ja, alles gut. So, da müssen wir rüber, da müssen wir rüber. So. Eine tiefer müssen wir aber trotzdem erstmal. Einmal den hier bitte, danke. Okay, kommen wir damit einem Mal hoch. Herausforderung für Anti-Strider Skills. Aber scheint geklappt zu haben, wa? Mann, Mann, Mann. Hui, ha, hu. Hu, ha, hui. Zack. Dann ist die Frage, ob es in dieser luftleeren Zone noch was gibt, aber ich glaube nicht. Dann gibt es da unten noch einen und da rechts noch einen. Und dann müssen wir sowieso wieder da hoch. Okay. Also gehen wir erstmal durch die luftleere Zone ein bisschen nach unten. Oh, wo sind wir denn jetzt? Haben wir uns denn jetzt dran gehangen? Aha. Ist ja spannend. Okay. Aha, wir sehen überall so kleine Schießportale. Die bringen einen da rechts hoch. Daran erinnere ich mich. Wir stürzen genau drauf zu. Nein, wir haben es ganz knapp verfehlt. Nein, so. Jetzt aber. Zack. Für die Item Completion. Oha. Nein, nein, nein. Oha, das war nicht so gut. Das passt. Sehr schön. Ja. Dutschi, Dutschi, Dutschi da. Ja, lasst mich doch alle in Frieden. So, direkt hier oben drüber müsste noch eins sein. Wahrscheinlich über diesen ganzen... Zack. Und noch weiter oben ist auch noch eins. Okay. Ach, jetzt dachte ich, an der Ebene könnte ich mich festhalten. Na gut. Also an der Tür. Aber dem ist nicht so. Okay. Hep und hallo Schildtyp. Tschüss Schildtyp. Hallo Lebensrefill, auch gut. Hep, hep, hep. Hep, hep. Zu spät reagiert. Oder beziehungsweise zu spät gesehen, was da Sache ist. Hua. War das vorhin auch schon so? Ich erinnere mich nicht daran, dass die vorhin auch schon da waren. Meine Güte. Da bin ich vorhin einfach so durchgesprungen. Hep. So. Jetzt haben wir hier schon 80%. Das hat sich also gelohnt. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie wir hier wieder in diese... Hintergrundgeschichte kommen. Könnten wir über die Panther Runs auf jeden Fall machen. Mal auf die World Map geguckt. Industry Processing. Military Ring. Laufen wir da jetzt echt zurück, bis wir den Panther Run haben auf der anderen Seite?
Wir können ja mal vorsichtig hier so durchgehen und gucken, ob wir von der Seite auch noch irgendwie wieder was zu suchen müssen. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass wir noch ein Stück weiter wieder hierher zurück müssen, wenn es nicht klappt. Ja, ist ja gut. Hört auf zu schießen. Alles gut. Ich gehöre zu den Guten. Was natürlich euer Problem ist, dass ich zu den Guten gehöre. Zack. Jetzt wird wieder kurz laut. Rabum, Military Ring. Oh, hier geht's ja sogar. Das ist ja schön. Okay, hier haben wir 80%. Da ist ein grünes, da ist ein grünes. Hier ist erstmal nichts. Nein. Background wollte ich gucken. Genau, Moment. Hier ist irgendwo ein Background. Da unten ist ein Background, den man über den Eagle Flight erreicht. Da ist auch noch ein grünes. Und von da komme ich auch wieder zurück. Und da sind auch noch Portaltüren. Das probieren wir. Okay, alles klar. So, wo müssen wir erstmal noch lang? Erstmal nur nach rechts. Okay. Guck mal, Straßen. Ja. Hier so über den Strichern der Stadt. Zack. Zack. Hätten wir mal gewusst. Hätte man ja auch mal ausprobieren können, ne, liebe Ente. Muss man jetzt mal fairerweise sagen. Immer mit, hätte man mal gewusst, sich rausreden ist natürlich auch nicht gut. Hätte man ja einfach mal probieren können. So ein Ding kaputt machen und vorher und nachher einmal auf die Item-Completion-Dingens gucken. Aber so clever ist Ente ja nicht. Das wäre ja auch noch schöner, wenn der so clever wäre. Hep. So, der hier ist kaputt. Der nächste ist geradeaus durch und dann irgendwann nach unten, wenn es nicht mehr weitergeht. Das sollen wir ja wohl, hinkriegen. Soll man ja annehmen, ne? So und aua. Und so. Und so. Und jetzt müssen wir hier erstmal rüber. So und so. Na, willst du wohl, danke. Der wollte nicht kaputt gehen, der Lümmel. Hat ihm keiner erlaubt, heile zu bleiben. Und der will einfach nicht kaputt gehen. Was soll denn der Quatsch? So, zack. Kurz mal die letzten 2 mm Herzen wieder auffüllen. Zack, zack, zack. Und immer schön geradeaus. Huch. Ist korrekt, alles gut. Dadurch. Dadurch. Und huch, ah. Hier unten müsste es sein, jawohl. Zack. Okay. Und an dieser Stelle machen wir mal gerade einen kurzen Cut. Da kriegt ihr gleich eine neue Folge. Ja, diese Folge hat auch absolute Überlänge, weil ich da ja noch die beiden Mitschnitte der ersten Teile, die ich gesammelt habe, mit reinschneide. Aber, wir gehen hier gleich zu dem Eagle Flight und dann sammeln wir weiter. Also, liebe Leute, ich bin die Zementente. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch irgendein Dankeschön in irgendeiner Form da. Und ansonsten freue ich mich bei der nächsten Suche von Secret Hunten bei Strider, euch wiederzusehen. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und sage ciao, ciao.